Ladies and gentlemen, it's showtime. Gynecos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Gynecos. Wie weit kann man so einen Deadlift gewichtstechnisch noch ausbauen? Also was denkst du, ab wann einfach mal für einen Menschen Schluss ist, das Gewicht immer weiter zu steigern? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da überhaupt nicht prophetisch. Wir haben ja jetzt die Situation, dass durch Social Media, durch YouTube, also ist natürlich ein soziales Netzwerk, aber durch dieses Darstellen von Kraft, von Fitness, von Sportlichkeit, die Menschen in den Bereich kommen, sich da auszuprobieren. Und wir haben ja jetzt unendlich viel mehr Nachwuchs, Talente, Leute, die kaum Mitte 20 sind und schon in der Weltelite mitspielen. Vor 10 Jahren war der Weltrekord im Deadlift bei 400 Kilo. Ja, also beziehungsweise wir hatten im Powerlifting-Bereich schon vor knapp 20 Jahren waren wir schon sehr nah an 400 Kilo dran, aber auch bei den Super Heavyweights. Also, und wir haben jetzt Leute wie den, oh mein Gott, polnischer Name, ganz schwer, Mr. Deadlift. Ihr findet ihn bei Instagram als Mr. Deadlift. Der wiegt 100 Kilo und hebt 400. Also wir sind mittlerweile in Bereichen, wer kann schon sagen, wo das noch hinführt. Ja? Sind die 500 die Grenze? Offensichtlich nicht. Mhm. Es ging schon drüber hinaus, also kleiner Schritt, ich weiß. Ist Haftor damit am Ende? Nein, auf gar keinen Fall. Wenn er sich darauf konzentrieren würde, ihr dürft nicht vergessen, der Typ ist ein Strongman. Das ist für ihn eine Disziplin, eine zentrale Disziplin, auf jeden Fall. Aber Deadlift ist ja nicht alles. Strongman ist Kraft 20-Kampf. Kraft, also bestens zu vergleichen mit dem Allround-Sportler im Kraft 10-Kampf. Das heißt auch Atlas Stones, das heißt auch Loglift, das heißt auch der Squat ist natürlich wichtig, Laufdisziplinen sind wichtig, es ist Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gefordert. Der Deadlift mit einer normalen Stange ist im Prinzip ja das Brot und Butter eines jeden Sportlers. Und wir haben jetzt, wie gesagt, viele, viele Menschen, die damit sich auseinandersetzen, die damit in Berührung kommen. Teilweise Menschen, die gar nicht wissen, dass sie Kraft haben. Unser Kameramann, der hat in seinem Leben noch nicht trainiert, der hat genau dreimal Deadlift gemacht. Am ersten Mal hat er 180 gehoben, beim zweiten Mal hat er 200 gehoben. Ohne jemals trainiert zu haben. Jetzt wird der ein oder andere richtig, richtig, richtig weinen, weil das ist völlig krank. Ach ja, der drückt übrigens auch 100 auf der Bank. Und er sieht nicht nach Sport aus. Mhm. Es ist ein bisschen gemein, weil für 100 auf der Bank musste sogar ich ein bisschen trainieren. Und da, als schwerer Junge. Ja. Also es ist Wahnsinn. Und der wiegt, was wiegt der? Marcel wiegt vielleicht 75 Kilo. Marcel Kübler heißt unser Kameramann. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und der kommt jetzt mit so einem Sport in Berührung, ne? Und der hat natürlich eine andere Perspektive. Das ist auch so ein Thema, Leute. Vielleicht auch ganz spannend für alle von euch. Wenn ihr jemals in die Verlegenheit kommen solltet, der Stärkste bei euch im Gym zu sein, rennt schreiend raus und sucht euch ganz schnell ein anderes Gym. Es ist ganz wesentlicher Punkt, auch für mich privat in meiner Kraftentwicklung gewesen, dass ich früh mit Leuten in Kontakt gekommen bin, die sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten waren auf einem sehr, sehr hohen Niveau, weil das hat die Perspektive geändert. Ja, wenn ihr in einer normalen Ballerbude seid und ihr hebt 200 Kilo oder ihr beugt 200 Kilo, dann seid ihr ja schon der King. Aber da fangen die Übungen ja gerade erst an. Ja. Das heißt, immer euch nicht vergleichen. Es geht nicht ums Vergleichen. Nicht jetzt denken, oh, meine Leistungen sind scheiße, sondern sehen, was möglich ist. Und daran wächst ihr ja. Ja, daran sich orientieren. Ja, ich sag jetzt mal, diese Affinität dazu haben, auch die Nähe zu suchen. Ne? Das soll jetzt überhaupt nicht schleimerisch klingen. Ihr sollt euch nicht an die Leute anbiedern, aber ihr sollt halt schon schauen, was machen die. Die haben ja bestimmte Gewohnheiten, die ihnen ermöglicht haben, da hinzukommen. Und da kann man sich den einen oder anderen Kniff sicherlich abgucken. Sei es ein bisschen vernünftiger Ernährung, als ich heute eingangs erläutert habe, oder sei es die Trainingsroutine. Und dann kommt ihr, wenn das euer Ziel ist, das ist natürlich auch immer die Frage, was sind eure individuellen Ziele? Dann kommt ihr und auch andere Leute, die noch jung sind, in Bereiche, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Wie gesagt, Bankdrücken 700 Pfund, 320 Kilo, ist eine absolute Spitzenleistung, ist es immer noch. Und wir haben einen einzigen im Moment, der spielt in der eigenen Liga, komplett alleine. Okay, ich halte fest. Es ist ganz schwierig zu sagen, in welche Dimension man das irgendwann noch treiben kann. Aber wir sind wahrscheinlich noch lange nicht am Limit. Genau, noch lange nicht am Limit. Es ist wirklich, so ist es.
Lass uns in 20 Jahren nochmal reden und dann gucken wir hier zurück und sagen, boah, Mensch, damals dachten wir, 500 ist krass. Oh, heute gibt es 17-Jährige, die heben das. Weißt du so? Wer weiß. Ob es so wird, weiß ich nicht. Aber die menschliche Leistungsfähigkeit hat natürlich Grenzen irgendwo. Aber wer sind wir, diese zu benennen? Es gibt Grenzen, die können wir bestimmen, zum Beispiel anhand von biomechanischen Sachen. Jetzt könnte irgendein sehr schlauer Typ mal hier den Freunden von hier dem Phil von wie heißt der YouTube-Kanal? Der Science Because Science könnte der schreiben. Und es gibt noch so einen anderen Kanal, da untersuchen sie zum Beispiel auch so Sachen, wo sie biomechanisch genau aufgezeigt haben, warum wir nicht 8 Sekunden rennen können auf 100 Meter. Warum das menschlich, also für den Menschen, so wie er jetzt ist, halt nicht möglich ist. Und alles solche Sachen. Es gibt bestimmt Grenzen, aber es gibt die immer meistens so lange, bis irgendwer zeigt, dass es dann doch geht. Also die 8 Sekunden, dass die vielleicht nicht erreichbar sind, okay, das haben die genau aufgezeigt, mag sein. Aber sind 530 die Grenze, 550, sind 600 die Grenze? Wann ist ein Muskel zu stark für den Knochen? Das kommt dann, da kommt ja auch dann die Frage, wann ist vielleicht unmöglich, dass irgendeine Sehne das noch aushält? Gibt es dann doch wieder einen Mutanten, dessen Sehnen so stark sind, dass es aushalten? Ja, all diese Sachen kann ich nicht beantworten. Halten wir so fest, Punkt. Wir unterhalten uns dann in 20 Jahren im Garnicus-Podcast darüber. Ist ein Deal, wie VR-mäßig, mit Publikum so. Da sitzt man in so einer riesen Arena und um uns drumherum gucken alle zu. Ganz genau.